Wir waren in Brandenburg in dem Workshop World Café und haben uns dort überlegt, dass wir das Togetherland auch zu Hause bei uns machen wollen, weil wir hier so viel Spaß hatten und auch das Thema Chancengleichheit gerne in unserer Umgebung aufgreifen würden. Wir sind ein Kinder- und Jugendtreff. Bei uns kann man spielen, kochen und sich treffen. Wir sind im Jugendkomitee und wir haben das Togetherland at Home geplant. Aufgrund von Corona gab es bei unserem Togetherland at Home einige Hürden. Wir mussten es von April auf September verlegen. Außerdem sind auch ein paar Referenten abgesprungen. Und wir wussten auch nicht, ob das Pfarrheim noch rechtzeitig öffnen würde. Wir wollten es aber unbedingt machen, deswegen haben wir uns erst überlegt, das Ganze nach draußen zu verlegen und mit Sheltern zu arbeiten. Da es aber an dem Tag dann geregnet hat, mussten wir alles nach drin verlegen. Aber das hat dann auch gut geklappt. An unserem Wochenende hatten wir ein abwechslungsreiches Programm. Für die Workshops haben wir extra Erlebnispädagogen von den Waldrittern engagiert. In ihren Workshops ging es beispielsweise um selbstbewusstes Auftreten, Nachhaltigkeit und den Umgang mit Rassismus. Wir vom Jugendkomitee haben für die Freizeitangebote gesorgt, wie zum Beispiel Capture the Flag, Impro-Theater, Yoga oder jedes Kind hat eine Rolle bemalt. Durch Corona mussten wir die Kinder in Gruppen einteilen und jedes Kind hat jedes Freizeitangebot einmal ausprobiert. Das war für viele eine tolle neue Erfahrung. Außerdem haben wir die Camp Family ohne Erwachsene geleitet. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten und das hat erstaunlich gut geklappt. Wir haben sehr viel gelernt. Wir haben mit den Kindern aus den Camp Families das Camp reflektiert und es kam sehr gut an. Ich lese mal ein paar Zettel von den Kindern vor. Ich habe gelernt, dass man an seine Träume glauben muss und dafür zu kämpfen hat. Dass ich Leute erst kennenlernen sollte und dann urteilen sollte. Dass ich immer meinen Weg gehen soll und mich nicht von anderen ablenken lassen soll. Wie man mit Rassismus umgeht. Ich möchte mehr darauf achten, was ich kaufe. Ich fand es nicht so gut, dass das Togetherland at Home so kurz war. Das Togetherland Camp at Home war ein toller Erfolg. Alle sind mit wertvollen Erfahrungen nach Hause gegangen. Ja, ein Camp, so wie wir es in Brandenburg erlebt haben, also das Konzept der Bertelsmann Stiftung, hat auch im Kleinen hier in Lembeck super gut funktioniert. Und wir möchten Mut machen, einmal ein Togetherland Camp zu Hause auszuprobieren.